Und scheinbar hat das eine Fee beschworen. Okay, wusste ich auch nicht. Dinge, die man lernt, wenn man einen Randomizer spielt. Der einem sagt, ja, sammel mal bitte 40 goldene Skulltulas. Weil da dein zweiter Hookshot ist. Also dein Longshot. Dadurch effektiv. Ja. Hätte nicht gedacht, dass ich nach meinem 100% Let's Play nochmal so viele goldene Skulltulas sammeln würde. Aber hey. Game Over, Return of Ganon. Hm, Mensch. Der sagt mir nichts Sinnvolles. Okay, und dann ist nur da hinten noch einer auf dem Lande. Wobei, den hatte ich schon, ne? Glaube ich. Ich denke, ja. Ich denke, den hatten wir bereits. Ja, genau. Den hatten wir schon. Okay. Okay. Kein neuer Hinweis. Schade. Aber hey. Hey, Sigi McCrit. Vielen Dank. Vielen Dank. Schön, dass er dir gefallen hat. Also, dass er dir offenbar gefallen hat. Wahrscheinlich. Vielleicht. Könnte man jetzt mutmaßen, dass er gefallen haben könnte. So, goldene Skulltula, danke. Oh, da hinten. Gut, die haben wir auch. Wo haben wir weitere goldene Skulltulas? Spiel einfach der Entertainer haben überzeugt. Mensch, Mensch, ich werde da schon fast rot. Das sieht man durch die Kamera nur nicht so sehr. Das liegt jetzt an dir, ob du mir glaubst oder nicht. Ich weiß, in Soras Domain. Quatsch, in Amsura River ist zumindest noch ein Bonenspot. Den wir jetzt mal mitnehmen können. So, die hier habe ich. Ach ja, und ich muss ja auch noch mal als Erwachsener lang, um da oben in die Grotto reinzukommen. Denn vielleicht ist da was Sinnvolles. Wer weiß das schon. Und als Kind komme ich hier leider nicht hochgeklettert. Weil zu kurze Arme. So. Und dann will ich jetzt hier einmal mich warte mal, ich könnte mich da festhalten, aber gut, dann nicht. Dann laufen wir hier nochmal außen rum. Pfe. Nee. Die Sache ist die, ja, die Bio haben mich kalt gelassen, weil ich habe davon halt wenig mitbekommen während des Runs. Ich habe mich halt auf den Run konzentriert und nicht auf den Chat geguckt. Und da ich die nicht im Nacken hatte, ja, ne, war es halt, als würde ich jetzt hier so zu Hause streamen. Und nette Worte, bin ich halt nicht so gewohnt. So blöd, wie es klingt. Ne? Einfach aufgrund der Tatsache, dass in den meisten Fällen bei mir im Chat relativ wenig los ist. Okay, hier gibt es scheinbar keine Skulltula. Gut. Dann nicht. Aber ich kaufe mir noch einmal Bohnen. Mittlerweile werden die teuer. So, okay, haben wir das. Haben wir das Kakariko. KK Rico. So.
Und Nico beleidigt mich den ganzen Tag. Stimmt, aber das beruht auf Gegenseitigkeit, von daher macht das nichts. Die 30. Yay. Mensch, ist das nicht toll? Dafür sind Mods doch richtig. Deswegen heiße ich auch Mod, ne? Weil ich bin immer dafür da. Egal bei wem. So. Behaupte ich zumindest. Wer das doof findet, ja, das ist nicht mein Problem. So. Na denn. Du warst 20, ne? Pfeile. Yay. Und Nüsse. Die Pfeile wusste ich. Die Pfeile waren auf 30. Das heißt, da hinten ist 20. Für 20 hatte ich keinen Hinweis bekommen. Da wusste ich dementsprechend nicht, was da drin ist. Aber, ja, das ist ziemlicher Mist. Okay. Gab's sonst noch einen Grund, warum ich hier war? Ach ja, eine Sache, die ich noch testen wollte, bei der ich mir nicht sicher war. Wie das aus... Na, komm schon. Kommt her, ihr Käferchen. So, und, na, ich will noch ein paar mehr. Ich will ein bisschen was an Käferreserve aufbauen. So. Eine Sache, der ich mir nicht ganz sicher war, ist... ob ich, wenn ich schon eine Bohne gepflanzt habe, dort trotzdem nochmal Käfer reinkriechen lassen kann. Dessen bin ich mir nicht ganz bewusst. Deswegen schauen wir da einfach mal. Ladida. Scheint zu funktionieren. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Dann machen wir das gleich jetzt nämlich auch noch mal beim Wüstenkoloss. Okay. Danke, dass du da was machst. Und, ja, man hört sich bestimmt. Oder schreibt sich. Irgendwann mal wieder. Wie ist der denn? Ja, das kannst du machen, Sigi. Kein Ding. Und ja, ich habe den Blindfold Run gesehen. Der war absolut fantastisch. Holy shitaroni. Ja, ja. Moment, war das hier? Nee, das war weiter hinten, ne? Es ist jetzt halt noch die Sache... Ah, wobei, ich habe das Ding hier eh gepflanzt. Gut. Ich denke, als Kind bin ich jetzt soweit erstmal durch. Also geht's wieder zurück nach KK Rico und von dort aus... zum Schloss, um wieder groß zu werden. So. Ja, ja. Also ich meine, ich habe schon Blindfold Runs gesehen. Unterschiedliche. Was ich fast noch krasser fand, der erste Blindfold Run, den ich gesehen habe,
war bei, war auch AGDQ, also entweder AGDQ oder SGDQ 2015, denke ich, von Zealot One, Blindfolded Punch Out. Heilige Scheiße. Vor allem, als er dann relativ zum Schluss in einem Kampf einen frame-perfekten Konter geschlagen hat und halt ziemlich lässig sagte, I just hit a frame-perfect counter. So, als wäre das gar nichts. Holy shit, war das ein geiler Run. Holy shit, der war geil. Der war gut. So. Okay, oh, das wäre so gut gewesen, wenn der Hookshot im Bombchu-Bowling kein Fake gewesen wäre. Ah, dieser dumme Troll mit der Eisfalle. Zum Kotzen. Dann bräuchte ich jetzt nämlich nicht noch 8 weitere goldene Skulltulas. Okay. Ups. Na komm. Na komm. Ja, ja. An einem Tag kann man locker ein paar Sterne lernen. Hm? Also, gut, ich sag's mal so. Wenn man das Spiel so schon in- und auswendig kennt, dann ist es halt nicht mehr viel, sag ich mal so. Ja. Dann ist es halt nochmal, dann ist es halt nochmal ein, ja, einfach ein Umsetzen dessen, was man weiß, in eine andere Methodik, sag ich mal so. Oh, ich weiß, wo wir gleich noch hingehen können. Warum renne ich hier eigentlich raus? What am I doing? Ich wollte hier noch die Checks über die Brune mir angucken. Ich meine, wenn du halt grundsätzlich den Aufbau der Stages komplett verinnerlicht hast, wird es halt deutlich leichter, das Ganze blindfolded zu machen. Ja, du musst dir dann halt nur, in Anführungszeichen, halt deine, die Punkte suchen, an denen du dich orientierst. Von der Positionierung her. Dann war's das. Okay, darauf verzichte ich. Auf noch so ein Scheißding verzichte ich gerne. Ich glaube aber, hier ist auch noch eine Skulltula, die nur nachts auftaucht. Vor allem dieser Sandberge, oder? Ja, hier. Okay. Hatte ich recht. Sehr schön. Nummer 33. Okay. Gut. Ja, nee. Herzteile brauche ich definitiv nicht mehr. Ich habe mehr als genug Herzen. Vor allem jetzt, wo ich die, wo ich nur noch halben Schaden nehme, ist das mehr als ausreichend. Ja, Po. Du bist mir egal, Mann. Hatte ich die nicht gepflanzt? Nee, ich hatte Dings gepflanzt. Kokiridorf. Ich hatte Kokiridorf gepflanzt. Also darüber.
dann kann ich auch hier gleich noch ein paar mitnehmen. Denn hier kommt man ziemlich leicht an welche. Nicht von hier. Eher so von hier. Na komm. So. Okay. Wir gehen mal ganz kurz hier rein. Wann kommt meinerseits Blindfolded? Gar nicht. So. So. Okay, das nur, damit ihr nicht weiter nervt. Ich habe halt immer noch die Befürchtung, dass hier irgendwo in irgendeinem Dungeon, den ich eigentlich nicht betreten muss, die Hoverboots sind. Denn die brauche ich auch noch, um den Schattentempel abzuschließen. Und das wäre ziemlich nervig. Na komm. Deswegen, na. Komm schon, ey. Ja, natürlich. Ich muss echt noch gucken, wie ich mir die Dead Zone hier am besten einstelle. Pfeile. Jo. Pfeile. Naja. Mehr wollte ich hier gar nicht. Pandi! Pandi unterstrich, 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 unterstrich. Wenn, dann richtig. Vielen Dank für dein Follow. Was? Warum hast du in der Mitte angegriffen? So. Gib mir ein paar Rupees. Danke. Ein Zwacken. Zwacken nehme ich gerne. So. Da ist nämlich noch eine. Sehr schön. 35. Fehlen nur noch 5. War hier noch eine? Ich bin mir gerade unsicher. Sieht mir nicht so aus. Sieht nicht so aus. Okay. Dann belassen wir es mal dabei. So. Ist von einem Chillkill. Ah ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja, da kam vorhin ein sehr nicer Raid rein, der mich sehr gefreut hat. Ziehen mit dem Stick ist sowieso absolut scheiße. Das stimmt. Das stimmt. Ja, gut. Also lässt du mich auch in die Richtung nicht hier durch, ja. Ach, Mido. So, hier. Dankeschön. Danke fürs Durchlassen. Holla, Penner. So. Gut. Dann wollen wir doch mal gucken, was sich hier so versteckt. Hätte ich das von hier aus sehen können? Sind das echt nur Rupees? Habe ich das jetzt echt für Rupees gepflanzt? Wow. Wow, ich krieg gerade leicht das Kotzen. So ganz leicht. Weil hier ist halt sonst auch nichts weiter und das dauert auch noch ewig, aber jetzt will ich die Rupees auch haben. Wenn ich das Ding schon nur für die Rupees gepflanzt habe. Und die letzte Bohne war teurer als die Rupees, die ich hier bekommen habe. Okay. Okay.
Zoras Domain. Zu den Zoras. Und leider kann ich nicht die Abkürzung durchs Wasser nehmen, weil da ist ja alles zugefroren. Naja, naja.